Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht in der Überschrift schon gelesen habt, habe ich wieder ein bisschen bei Rossmann geshoppt und ja, es sind sehr schöne Produkte dabei und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Als erstes habe ich mir mal wieder einen Haarspray mitgenommen und zwar von Gatsby den Hochkaräter Volumen und Glanz Haarspray. Das hat mich irgendwie angesprochen, ich weiß auch nicht genau warum, weil ich habe mir nämlich noch eins mitgenommen. Und das ist auch von Schwarzkopf, auch aus dieser Gatsby-Serie. Und das ist dieses Größenwahn hier. Das habe ich auch schon mal aufgetragen. Ich muss sagen, der Duft ist mega gut, also ein richtig, richtig toller Duft. Und ja, vom Volumen her hätte ich mir irgendwie so ein bisschen mehr gewünscht. Also nicht so ganz das, was halt Größenwahn verspricht, aber ein sehr schönes Haarspray, was auch nicht verklebt. Also es macht einen richtig schönen Halt, aber dennoch das sehr natürlich aussehen zu lassen. Und das finde ich richtig toll. Also hat mir jetzt auf den ersten Eindruck her sehr gut gefallen. Dann habe ich hier auch noch eins für meinen Freund mitgenommen und zwar auch von Gatsby. Das ist neu, Mann um Mann nennt sich das. Sieht so aus. Also finde ich von der Verpackung her sehr schön. Und ja, für gepflegte Styles, Fülle, natürliches Finish und Halt. Und hat hier auch so einen größeren Sprühkopf. Ja, bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Dann habe ich hier noch so zwei neue Badesalze entdeckt. Und zwar von TTZept. Detox Green neutralisiert die Säuren auf der Haut. Gesundheitsbad. Spirulina-Alge und Schachtelhalm mit aktiven Mineralien und naturreinem Meersalz leicht löslich. Sieht so aus und duftet frisch, also richtig schön frisch und so ein bisschen nach Wiese. Also richtig toller Duft, kann ich mir sehr, sehr gut für die Frühlingszeit jetzt vorstellen. Und das zweite, was ich mitgenommen habe, ist auch ein basisches Badesalz, Detox Pure, neutralisiert die Säuren auf der Haut, Gesundheitsbad, weiße Tonerde und Aktivkohle. Das sieht so aus. Und das hat auch einen richtig, richtig tollen Duft. Kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also wenn ihr mal bei Rossmann vorbeikommt, ich weiß nicht, ob DM das auch hat, dann schnuppert mal dran. Also ich finde, die beiden Bäder riechen richtig, richtig gut. Jetzt machen wir mal das nächste putzen. Ja, dann war ich bei dem Haarpflege- oder Haarzubehörregal. Und zwar habe ich da diese Invisibobbles gefunden. Hat hier so eine süße Katze mit drauf. Und ich finde... Ah, hier hinten drei steht drauf Miau und Chiao. Und das ist hier so ein, ja, so ein leicht lila, rosa. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so gut rüberkommt. Ist auch Glitzer mit drin. Also ein richtig schönes Mädchenhaarband. Hat mir einfach mega gut gefallen. Und ich mag diese Invisibobbles einfach sehr, sehr gerne. Gerade diesen schmalen, weil das für meine Haare am besten ist. Und die haben mir halt einfach vom Design her sehr gut gefallen. Deswegen durften die mit. Und was auch noch mit durfte, ist hier von Sally Hansen Hard as Nails, The Nail Clinic in a Bottle. Helps prevent clipping, chipping and splitting and cracking. Ja, alles einmal. Einfach weil meine Fingernägel vorne an den Spitzen immer noch abbrechen und es mit dem Mikrozell nicht wesentlich besser geworden ist. Und der kostet ein paar Euro weniger als der Mikrozell. Ich habe mir gedacht, ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine Chance und probiere das damit aus. Ja, dann habe ich noch einmal bei Rossmann hier bestellt. Und einfach aus dem Grund, es gibt eine neue LE von Rival de Lubiang und die gab es bei uns in den Rossmännern noch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, online ist es zu finden. Die kosten auch nicht so viel. Da habe ich mir zwei Produkte rausgesucht. Und zwar einmal diese Chocolate Lovers Eyeshadow Palette.
Ich finde die halt vom Design her einfach richtig schön. Hab mich so ein bisschen an Too Faced erinnert. Was ich ein bisschen schade finde. Also was ich ein bisschen schade finde, die duften unglaublich chemisch. Also ich weiß nicht. Ob das der Kleber ist, der, mit dem die Verpackung geklebt worden ist, oder ob es die Produkte an sich sind. Aber sie riechen einfach nicht gut. Und ja, ich würde sagen, ich swatche jetzt trotzdem mal was. Also ich habe jetzt einmal die Farben Diamond, Cinnamon and Choco. Und das sieht hier so aus. Also von der Pigmentierung her kann man auf jeden Fall nicht meckern. Also die sind richtig schön pigmentiert. Gefällt mir richtig gut. Haben auch keinen groben Glitzer oder so drin. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Also damit kann man mit Sicherheit auch sehr, sehr schöne Alltagslooks schminken. Weil hier auch schöne matte Töne drin sind. Ja, denke ich, kann man mit der sehr, sehr gut arbeiten. Ich glaube, die hat irgendwas um die 4 Euro oder so gekostet. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ja, und dann habe ich mir hier noch den Chocolate Bronzer ausgesucht. Das ist auch vom Design her richtig schön gemacht. Und ja, der ist schön dezent. Hat keinen Schimmer drinne. Ne, der hat keinen Schimmer drin, der ist schön matt und finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Und er ist auch nicht zu rotstichig, also denke ich, kann ich den auch ganz gut tragen. Dann habe ich mir einmal bestellt von die Make-up Cotton Sins Cocoon. Die soll nochmal sanfter sein als diese normalen die Make-up Wattepads. Weil ich habe das Problem mit meinen Augen, also die Partie unter den Augen ist sehr, sehr empfindlich bei mir. Und da habe ich mir letztens aus dem DM schon mal diese andere Packung mitgenommen. Die ist schon sehr, sehr gut. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt einfach nochmal diese ganz sensible und sanfte Wattepads ausprobieren. Und ich muss echt sagen, also die anderen sind schon mega gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Unterschied bei Wattepads gibt, also das ist ja Wahnsinn, aber den gibt's. Und ich finde, die normalen die Make-up Wattepads nehmen auch das Make-up sehr sanft und gut und gründlich runter. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, dann gab es bei Manhattan, ich glaube auf alle Manhattan Produkte 20%. Und da habe ich mir jetzt mal diesen berühmten 59G Lip Liner mitgenommen. Von dem schwärmt ja gefühlt ganz YouTube. Und ich habe den aber bis jetzt nie im Laden gefunden. Deswegen habe ich mir den jetzt einfach mal bestellt. Und swatche ich den mal hier hin. Also es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Er ist auch sehr cremig. Ja. Doch, also damit kann man nichts verkehrt machen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich mal schauen, wie der auf den Lippen ist. Generell habe ich eigentlich genug Handcremes daheim. Aber ich liebe Himbeere. Und es gab von Altera eine neue LE, ich glaube, die gab es auch letztes Jahr schon mal. Da habe ich den aber im Geschäft nicht gefunden. Und zwar ist es die I Love Fruits Hand- und Nagelcreme regenerierend Bio-Himbeere. Und ja, also momentan generell alles, wo Himbeere drin ist, liebe ich. Und es riecht so lecker. Ist recht flüssig. Und auch leicht rosa. Oh, das riecht so lecker. Das riecht nach Himbeerfruchtzwerg. Oh, genial. Und sie zieht auch sehr schön ein.
Also richtig toll. Also da bin ich echt froh, dass ich die mitgenommen habe. Oder bestellt habe, besser gesagt. Ja, also die Handcreme zieht sehr, sehr schnell ein. Hinterlässt ein richtig schönes Hautgefühl. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, also da bin ich echt froh, dass ich die bestellt habe. Toller Duft. Dann habe ich mich noch ein bisschen ausgetobt bei Manhattan und da durfte noch dieses Contouring Kit mit in der Farbe 001 Saint-Tropez Glow. Ich weiß gar nicht, das gibt es jetzt auch schon ein, zwei Jährchen, glaube ich. Und das sieht hier so aus. Hier haben wir einmal einen Highlighter, einen Konturton und einen Blush. Was mich jetzt aber ein bisschen wundert, bei diesem Konturton ist so ein bisschen Glitzer mit drin, ne? Da weiß ich noch nicht so ganz, ob mir das so gut gefällt. Wenn nicht, kann man das mit Sicherheit auch gut als Bronzer hernehmen. Und ich swatch die drei jetzt einfach mal. Also es haben alle drei Produkte auf jeden Fall Schimmer mit drin. Gut, beim Highlighter verstehe ich es ja. So sieht das Ganze aus. Also vom Ton her, ja, also es ist für mich ehrlich gesagt kein Konturpuder, weil es schimmert. Also als Bronzer ja, als Kontur, weil Kontur möchte ich nicht, dass es glitzert und schimmert. Dafür ist der Bronzer da, dafür ist der Blush da, dafür ist der Highlighter da. Die können gerne schimmern, aber Kontur muss meiner Meinung nach immer matt sein. Also finde ich matt und für meinen Hautton halt auch kühl, nicht warm, weil das würde auch nicht passen. Genau. Dann durfte ich hier von Maybelline der Color Tattoo 24 Hour bei iStudio in der Farbe 65 Pink Gold mit. Das sind diese Cream Eyeshadows. So sieht das Ganze auf dem Finger aus. Und ich finde, das ist ein richtig schöner Pinkton. Also den fürs bewegliche Lid gefällt mir richtig gut. Ja, sehr, sehr schöne Farbe. Kann man auch so ein bisschen ausblenden, dass er nicht ganz so intensiv ist. Und kann man mit Sicherheit auch wieder so ein bisschen aufbauen. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, was ich mir bestellt habe. Und zwar ist es von Love. Der Perfectitude Priming Serum Beautifying and Illuminating mit Lichtschutzfaktor 15. Der sieht so aus. Und vom Design, also vom Packaging her, finde ich das echt schön gemacht, diese Love-Produkte. Die gefallen mir richtig gut. Und ja, jetzt wollte ich unbedingt mal diesen Primer hier ausprobieren. Und der sieht so aus. So leicht orange, pink. Und den verteile ich jetzt hier einfach mal auf dem Handrücken. Also wenn man jetzt mal die beiden Hände vergleicht, ich glaube, ihr könnt es leider nicht erkennen. Aber man merkt schon so einen Unterschied. Also es wirkt so ein bisschen ebenmäßiger, gleichmäßiger. Es fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Und wenn ich jetzt mal stärker rubbel, es bilden sich auch keine Würstchen. Was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, weil es gibt Primer, da passiert es leider. Ja, also so auf den ersten Blick gefällt mir der sehr, sehr gut. Aber muss man mal gucken, wie er im Gesicht wirkt und arbeitet. Ach, vom Geruch. Also der Geruch gefällt mir nicht. Es riecht nach Chlor. Ja, so Chlor, also nicht gut. Also duften, Daumen nach unten,
Vom ersten Eindruck her, vom Finish her gefällt mir das gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange dieser Duft auf der Haut bleibt. Aber ich hoffe nicht allzu lang, weil duften tut es nicht gut. Also, das gefällt mir nicht so gut. Aber schauen wir mal, wie es auf dem Gesicht wirkt. Ihr Lieben, das waren dann auch schon alle Produkte, die ich bei Rossmann direkt vor Ort eingekauft habe und auch online bestellt habe. Zum Bestellprozess, muss ich sagen, ging alles sehr reibungslos. Also kann ich mir vorstellen, auch öfters einfach mal bei Rossmann zu bestellen, weil die auch Produkte im Onlineshop haben, die es bei uns in der Filiale nicht gibt oder in beiden Filialen nicht gibt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und ja, vom Versand her, von Lieferzeit, ich habe Sonntag bestellt, Mittwoch war das Paket da. Also finde ich auch vollkommen in Ordnung, kann man sich nicht drüber beschweren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und ich sage bis dann, ihr Lieben. Tschüss!